absolut mega geilstes Priest-Special. Ein ARD-Journalist beweist uns allen, der ganzen Welt da draußen, dass Deutschland wirklich das dümmste Land der ganzen Welt ist und zerstört gleichzeitig noch das komplette Vermächtnis der Upper Spin in Germanys. Mehr geht nicht! Mann, hat er eine knarrige Stimme, nach wie vor! Okay, das fort noch ganz schnell. Komische Dinge passieren da draußen. Abos verschwinden und so weiter. Ne? Alles Zufall, aber dem können wir natürlich entgegenwirken, indem ihr alle nochmal überprüft, ob dieser Kanal noch abonniert ist. Die Glocke natürlich aktivieren, den ganzen Rotz weiterempfehlen und natürlich umgehend meinem Telegram-Kanal auch beitreten. You're goddamn right. Und jetzt das Interview des Jahrzehnts. It's Showtime! Damit zu Simon Riesche live aus Kairo. Warum macht Ägypten den Grenzübergang für palästinensische Flüchtlinge nicht auf? Jetzt die geilste Antwort ever. Naja, zunächst mal muss man sagen, dass die ägyptische Regierung schon sagt, dass grundsätzlich der Grenzübergang Rafah geöffnet sein soll, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Auch soll ein Flughafen im Norden der Sinai-Halbinsel genutzt werden, um Lieferungen, die via Flugzeug nach Ägypten kommen, dann schnell an die Grenze zu bringen. Auch könnten, sollte es die Sicherheitslage am Grenzübergang irgendwann zulassen, auch Schwerverletzte zur Behandlung nach Ägypten gebracht werden können. Ja, chillt mal. Alles noch ganz harmlos, aber jetzt geht's los. Aber was die ägyptische Regierung auf keinen Fall will, und das ist die Antwort auf deine Frage, ist, dass Massen von Menschen jetzt unkontrolliert nach Ägypten einreisen. Da geht es, so sagt es auch der ägyptische Präsident, um eine Frage der nationalen Sicherheit. Man will also verhindern, dass Zehntausende, möglicherweise ja irgendwann Hunderttausende Palästinenser längerfristig nach Ägypten einreisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schäme mich so dermaßen fremd. Da will man also sich deren Probleme, so muss man das interpretieren, auch vom Leib halten. Man will nicht, dass Terroristen ins Land kommen, dass eine Terrorgefahr in Ägypten steigt. Also da versuchen die ägyptischen Behörden jetzt in dieser unübersichtlichen Lage zu verhindern, dass da Tatsachen, dass da Fakten geschaffen werden, die es ja schwer zu kontrollieren gäbe in den nächsten Jahren. Die einzigen Vollidioten, denen das völlig scheißegal ist, sind die Almans. Unterm Strich muss man sagen, die Ägypter wollen, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern dort gelöst wird und eben jetzt nicht in ein Drittland, also nach Ägypten, verlagert wird. Die Almans wollen, dass alles auf deutschem Boden auch noch ausgetragen wird. Oh, what? Simon, vielen Dank für die Informationen nach Kairo. Ich kann nicht mehr. Abholen diesen Dissidenten! 7 Monate Riesch, das war wohl ihr letzter Streich. Aber zumindest hat sie uns allen eindrucksvoll erläutert, warum Deutschland wirklich das mit Abstand dämlichste Land auf der ganzen Welt ist. Ne? Für ein bisschen Zugmuckel. Apropos letzter Streich. Ne? Hier, euer vielleicht auch letzter Streich hinsichtlich hervorragenden Geschmacks ist die neue Valkyrie Edition für Männer und Frauen. Nur noch, solange der Vorrat reicht, und deshalb sage ich euch das, allzu viel ist nicht mehr da. Genauso diese Glitzertassen oder diese geilen Kübel hier. Ne? Also, nochmal, ich meine es doch nur gut. Checkt den Shop, Hoodies, Sweater, kauft leer den ganzen Rotz und haut raus, die Penunsen! Yes, absolutely. Freunde, die letzte moralische Instanz in diesem total gefallenen Shithole Germany ist der Love Priest. Ja, und ich halte weiter die Stellung. Danke für euren Support, für euer Interesse und für, ach komm, bla bla, zurück den Show genießen. Aufschlag kommt! Oh, man! Weiter! Vollgas Richtung Regenbogen. Wir nehmen jeden Eisberg mit, wir sinken.
Love, Peace and Harmony. Man sieht sich und bis bald.